Ich versuchte, den liebsten Tag meines Lebens zu verbringen. Das ist billig, ja? Nachts schlafend ich. Träume vom Waldsterben und dem Spähfuchs. Als ich den Fuchs fange, ihn in die Trommel der Waschmaschine stecke und gerade auf Kochwäsche stellen will, wache ich auf. Verdammt, muss an meinem bösen Tag gestern gelegen haben. Habe ich ganz schön mitgenommen, denke ich, verdammte Albträume. Entschließe darum, heute einen lieben Tag einzulegen, ja, den liebsten von allen. Ich stelle meinen Wecker gar nicht mehr. Liebe Menschen stehen früh auf, denke ich, um möglichst viel von dem Tag zu haben. Gehe in das Badezimmer und onaniere. Stelle mir dabei aber nur angezogene Frauen vor. Das ist anständig und lieb. Hätte auch heute Morgen vielleicht vorher das Fenster schließen sollen, aber meine Nachbarin lächelt wieder nur noch. Um es für sie aber angenehmer und lieber zu machen, streife ich mir eine bunt karierte Socke über meinen Fuß. Das sollte sie ablenken. Danach entferne ich die bösen Muster aus meinem Schambereich und male stattdessen mit Wasserfarbe und einer Schablone Prinzessin Lilifee-Motive an die Seite. Ja, das ist lieb und nett und freundlich. Und dazu noch den Buchstaben W. Der klingt irgendwie so friedlich. Gehe danach in die Küche und mache mir ein Frühstück. Aber ein liebes Frühstück. Voller Harmonie und Geborgenheit. Suche aus meinem Müsli die Haferflocken heraus, die aussehen wie ein Herz, ein kleiner Hamster und die Silhouette von Prinzessin Diana und Justin Bieber und sammle sie in einer kleinen Schale, die ich mit plüschigem Plüsch überzogen habe. Fülle anschließend das Müsli mit naturbelassenem Tauwasser auf, das ich auf den Blättern meiner Bonsai-Bäumchen gesammelt habe. Ja, das Ganze schmeckt scheiße, denke ich, und beschließe darum, die ganze Sache mit dem lieben Tag sein zu lassen. Vielleicht bin ich das mit dem bösen Gesang gestern einfach nur falsch angegangen. Vielleicht war das noch nicht böse genug, will mir noch eine Chance geben. Muss aber erstmal Kaffee trinken, aber nicht so einen Pussy-Kaffee. Einen bösen Kaffee, wie man ihn auf dem Obersalzberg getrunken hätte, aber nur noch dunkler. Zerschoße ein paar Stücke Holzkohle mit dem Mörser, mische anschließend schwarze Herren, Schokolade, Tabak und Teile der Gutenberg-Dissertation hinzu. Ja, das ist böse. Fülle die klebrige, haarige Masse in ein Sensio-Pad. Dann male das Ganze mit einem schwarzen Edding und stecke es in die Maschine. Nach dem ersten Schluck bleibt mein Herz kurz stehen. Und das ist ein gutes Zeichen. Gehe zum Kleiderschrank, verdammt. Alles in der Wäsche. Die einzigen braunen Sachen, die ich jetzt noch habe, gehören zu meinem Cowboy-Kostüm. Muss reichen, denke ich mir. Als ich so auf die Straße gehe, werde ich von drei Skinheads verprügelt. Ja, die sind auch böse. Ich danke Ihnen im Anschluss für die körperliche Züchtigung und Ihre böse Energie. Frage mich aber anschließend, warum Sie den historischen Kontext zu meinen braunen Sachen nicht gesehen haben. Hätte vielleicht nicht den gelben Sheriffstern dazu tragen sollen. Egal, meine blauen Flecken und die offenen Wunden im Gesicht sind mir wichtiger, da sieht schön böse aus. Betrete Douglas, Verkäuferin, kommt auf mich zu. Sage ihr, dass ich von jemand Jüngerem, zum Beispiel ihrer Tochter, bedient werden möchte. Ich bin doch erst 23, sagt sie. Sieht man aber nicht, sage ich. Sie geht weg. Ich trinke noch einen Schluck Hugo Boss und gehe raus. Hugo Boss trinkt nur die bösen Jungs. Auf dem Weg nach draußen fällt mir auf, dass es tragen und nicht trinken heißen muss. Übergebe mich in ein Blumenbeet und kaufe mir anschließend in einer Buchhandlung Cliff Fleur du Mal von Baudelaire. Ich reiße einzelne Seiten ganz klein und drehe mir daraus einen Joint. Einen bösen Joint. Schwarzer Rauch in Form kleiner Totenköpfe steigt auf. Mir fällt ein, dass ich ja wieder meine Neffen abholen muss. Hat ihnen gestern so gut gefallen. Fahren diesmal zum Kamener Kreuz und wollen blinde Kuh spielen. Verdammt, Stau. Macht ja so keinen Spaß. Warum darum ins Freibad? Bei minus 3 Grad. Torben und Jonas haben aber irgendwie keine Lust. Erlaube ihnen darum, 2 Badehosen anzuziehen. Bin ja kein Unmensch. Lasse sie 10 Bahnen schwimmen, bevor ich merke, dass noch gar kein Wasser im Becken ist. Egal, die müssen das ja irgendwann mal lernen, dass das Leben böse ist. Torben scheint sehr aufgeschlossen, kaufe ihm zur Belohnung ein Eis. Beschließe nun, mich in der Stadt ein wenig zu amüsieren. Ja, das geht auch, wenn man böse ist. Betrete ein Zoogeschäft, kaufe 10 Guppies und eine Katze. Vor dem Ladenlokal hetze ich Guppies und Katze mit fiesen Anti-Fisch- und Anti-Katzen-Parolen gegeneinander auf und lasse sie frei. Doch meine ultimative Schlacht bis aufs Blut verläuft nicht so, wie ich mir das in meinen bösen Gedanken ausgemalt habe. Überraschenderweise halten die Guppies dagegen. Verunsichern die Katze mit taktischen Guppi-Gruppenformationen. Sie läuft davon, Fische sterben kurze Zeit später. War zwar böse, aber irgendwie unbefriedigend. Gehe anschließend in ein Pelzgeschäft und kaufe mir einen Mantel, der aus 56 Chinchillas genäht wurde. Vergewissere mich bei der Verkäuferin, dass die Tiere auch qualvoll mit einem Stock erschlagen wurden, ja? Ja, das ist schön böse. Draußen besprühe ich die PETA-Aktivisten mit gelber Farbe. Nennen wir es gelbe Farbe.
mache anschließend den Reißverschluss meiner Hose wieder zu. Chinchilla-Mantel fängt langsam an zu kratzen, hätte doch was drunter ziehen sollen. Egal, Hautexeme sind böse. Außerdem soll Chinchilla-Blut gut für den Teint sein. Beschließe heute nicht ins Altenheim zu gehen. Oder doch, ganz kurz, nehme dieses Mal den Krokodok mit. Hans-Dieter fragt mich, warum wir für dieses Spiel denn ein Plastikkrokodil bräuchten. Seine Zähne könnte man noch genauso gut reindrücken. Alter! Dankeschön. Seine Zähne könnte man noch genauso gut reindrücken und demonstriert es. Ich finde es eklig, aber böse. Beschließe das Bingo-Spiel heute etwas zu variieren. Benutzen heute keine Zettel, sondern Pillendosen. Wer es zuerst schafft, 5 Pillen aus einer Reihe zu essen, hat gewonnen. Norbert gewinnt das letzte Spiel seines Lebens. Denke, dass ich es übertrieben habe. Gut, übertreiben ist schön böse. Zufrieden gehe ich nach Hause, setze mich vors Internet und gebe bei YouPorn die Begriffe Hardcore-Teufel, Nazi-Hakenkreuz, Bernd das Brot und illegale Einwanderer ein. Bekomme einen Treffer angezeigt. Eine Lesung von Thilo Sarrazin vor Schülern einer katholischen Klosterschule. Beschließe, dass das so weit geht und gehe ins Bett. Und in meinem Traum gehen der Bärenmarkebär und der Spähfuchs mit Messern aufeinander los. Ein Lächeln legt sich auf mein Gesicht. Da war es ja doch noch ein netter Tag. Dankeschön.